Ja. Hallo? Der ist doch so blöd. Du wolltest etwas kaufen von dem Typ? Ist sie fein? Ich mag das nicht. Ich habe nicht gerne Melone. Übrigens, das ist so unsere Aussicht. Wir sind hier in einem Hotel. Sieht schon geil aus. Und was echt geil ist, wir haben kein Hotel gebucht mit Meerblick oder irgendetwas. Aber wir sehen das Meer, das ist sehr cool. Aber wir sind hier in einem Komplex, wo gefühlt 1 Milliarde Menschen noch wohnen. Okay. Ja, Aussicht. Haben wir sich geil an. Das ist schon eine schöne Aussicht. Ja. Das ist echt schön. Da müssen wir ein Foto machen. Nein, das ist nicht der Strom. Das ist sicher nicht der Strom. Das sind scheiß Grillen. Doch. Das ist doch nicht Elektro oder so etwas. Nein, das ist immer nicht... Das tönt immer... Es tönt ja immer von den Bäumen, schau mal. Es tönt immer von den Bäumen. Hörst du das? Da im Zeug sind, im Gebüsch. So, wir sind jetzt am Velo fahren. Wir gehen zum Strand. Oh, schau dir vor, das Meer. Siehst du es? Dort ist... Nein, wir müssen führen, es war angeschrieben. Oh. Oh. Mein Velo ist jetzt so eine schlechte Gangschaltung. Man sieht nicht was. Man sieht einfach gar nichts. Aber hauptsächlich Velo ist gut. Wir sind jetzt am Strand und schauen, wer uns besucht hat. So, wir sind jetzt hier mit dem Bus unterwegs auf Palma und all die Leute haben Masken an, das ist auch wieder ganz anders. Ja, jetzt sind wir am Einkaufen gelandet. Nice. Hat irgendjemand noch irgendwelche Christian Dior originale Taschen wollen? Nein, oder? Nein. Scheiß drauf. Wo ist Mitzisch? Irgendwo Stirn. Wir sind am Laufen zum Hardrock Café und es ist irgendwie 85 Grad oder so. Wir schwitzen uns komplett ein Abend. Wir sind jetzt in dem Hard Rock Café essen. Sehr fein gewesen. Ich habe den Messi-Burger genommen. Wo ist die andere Frau wieder? Jetzt ist sie wieder weggelaufen. Hallo? Alles gut? Wir sind jetzt auch schon wieder am Umsteigen auf den nächsten Bus. Wir sind vorher in den Bus, haben wir reinsteigen, ohne Maske. Hat uns nicht gelassen. Perfekt. Wir haben erstmal noch 20 Minuten warten auf den nächsten Bus. Okay. Okay. Und jetzt sind wir umsteigen auf den nächsten Bus. Schau mal die Tube. Ja. Also wir sind jetzt etwa so 2,5 Stunden gefühlt. Also sind wirklich fast 2,5 Stunden gewesen. Da reingefahren mit dem Bus und alles ins Aqualand. Ja. Sieht alles sehr cool aus. Hat sehr viele Leute. Ich meine nur schon da vorne. Für das da vorne. Seht ihr, wie viele Leute da stehen? Meine Güte, Alter. Wenn ihr auf Mallorca wollt, das würde ich euch nicht empfehlen. Auch wenn es cool aussieht, lohnt sich einfach nicht. Gibst zu viel Geld aus, es lohnt sich nicht fürs Geld. Follow me. Let's go. Ihr wisst, das kann dauern. 2 hours later. Wir sind so nahe der Garderobe und die Frau geht noch nicht auf. Ich kann jetzt neuestens den Kinomodus aktivieren, weil ich ein neues Handy kaufen musste, weil das andere kaputt ist. Wieso ist es kaputt gegangen? Lassen wir jetzt auch mal, ist okay, oder? Ja. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt den Kinomodus, das ist cool. Wir sind jetzt hier noch im Taco Bell, um noch etwas essen. Und dann geht es zurück auf Palma. Und ich kann Haare schneiden. Das ist es. I've been getting it since the toddler, I keep dollars on my head. Die weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. I put powder on my collar, cause she proud of what I said. Ich mach jetzt mit zum Gottesnachtessen.
Wieso? Weil wir Stromausfall haben. Da essen wir immer morgen, Mittag und Abend. Nein, Mittag essen wir gar nicht da. Mittag haben wir nicht. Das ist das Bein von meiner. Zeugin. Okay. Es ist schon Mathe dran. Fein. Alter, wie geil, einfach. Das ist einfach ein Burg. Aus Sand, Mann. Wir sind jetzt hier an der Playa. Wir haben selbst ein kleines gegessen. Ich habe das Gemüse schon da gehabt und Michel hat einen Burger gehabt. Ich glaube, das ist Playa. Ich bin nicht sicher. Ich bin ja das erste Mal hier. Aber wir gehen auf jeden Fall nachher noch an Ballermann. Die Frau hat mich überredet. Ja, also ich muss jetzt einfach, also ich muss jetzt einfach mit ihr mit. Wir sind jetzt hier im Megapark. Ja, geil, ich bin bezahlt gemalt worden. Mega cool. Oh! Das ist in einem Flieger. Ja, okay. Leute, ich habe wieder mal gemerkt, ich habe es wieder vergessen, das Auto zu machen. Perfekt. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Gebt doch ein Like. Und ganz wichtig, kommentiert etwas Kleines. Und ja, ich bin zu daheim in Schweiz. Video schneiden. Und ich penne da hoch auf der Stube. Weiß ich jetzt nicht. Ich wünsche euch das Beste und bis zum nächsten Vlog. Let's go.